Promis lehrreiche Lehrfilme präsentiert. YouTuber und Influencer zu sein, ist kein Beruf. Wenn man durch die großen Weiten des Internets surft, wird man zwangsläufig über eine dieser Aussagen stolpern, wie der kleine Timmy hier über eine Tretmine. Upsi. Und da mich das Thema ja quasi irgendwo selbst betrifft, habe ich mir gedacht, ich möchte zu dieser Aussage einmal kurz Stellung in Form eines kleinen neuen Formats mit dem Titel Tommys subjektive Sichtweise beziehen. Und dem einen oder anderen Zuschauer wird das, was ich zu sagen habe, eventuell auch bekannt vorkommen, wenn er sich in letzter Zeit mal den Podcast von KuchenTV und meiner Wenigkeit mit dem wundervollen Namen Rothaarig und Langhalsig in den Gehörgang gedrückt hat, wie sich ein vorbildlicher Obdachloser seine AstraZeneca-Impfdosis hinterm Hauptbahnhof. Und ausschlaggebend für dieses Video war insbesondere folgender Kommentar eines Instagram-Nutzers, der seinen Unmut gegenüber YouTubes Musterschwiegersohn Montana Black unterhalb eines Instagram-Posts mit folgendem Dialog zum Ausdruck gebracht hat. Hätte Montana Black beim Mario Kart-Turnier mit Kippe im Mund die durchgehend auf den Tisch ascht. Big Mood. der wegen Steuern zahlen heult, aber mehr als eine Protzbude hat? Ändert nichts an der Sache, dass er sich alles selbst erarbeitet hat und ungefähr 50% vom Umsatz an Vaterstaat gehen. Selbst erarbeitet mit irgendwelchen PC-Games? Keine schwere Arbeit. Ja, dann mach doch selber. Du, ich bin nicht so ein Schmarotzer, der den ganzen Tag am PC hängt und random Games zockt. Ich gehe tatsächlich arbeiten, hart arbeiten und verdiene mein Geld auf eine ehrliche Weise, beziehungsweise ich arbeite für mein Geld. So viel zum Kommentar des Nutzers, den ich in ähnlicher Form auch schon sehr oft von anderen Menschen gelesen habe. Und jetzt mal ganz ehrlich. Natürlich kann man sich darüber aufregen, dass Menschen, die ihr Geld im Internet verdienen, für Werbeaufträge etc. zum Teil verdammt viel Geld erhalten. Man kann sich über alles aufregen. Das ist ja das Schöne daran, in einem Land mit freier Meinungsäußerung zu leben. Ich meine, ich rege mich auf diesem Kanal auch über mehr Dinge auf, als es gut für mein Herz wäre. Ich wollte letztens sogar mal eine Top-Liste mit den nervigsten Obstsorten erstellen, einfach nur, weil ich es liebe, mich über Dinge aufzuregen. Ich werde irgendwann wirklich ein grandioser Rentner, der Kleinkinder anschreit, weil sie zu laut mit Kreide malen. Das wird großartig. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass die Menschen, über die man sich im Internet aufregt, es ja trotzdem irgendwie geschafft haben, sich eine große Reichweite aufzubauen. Und über Content lässt sich ja bekanntlich streiten. Es gibt viele Menschen, die produzieren Content, den ich mir niemals geben könnte, was aber vermutlich daran liegt, dass das Zeug einfach nicht auf mich als Zielgruppe abzielt, sondern eher auf Menschen in einem kognitiven Entwicklungsstadium zwischen ich fresse Sand und ich kacke auf der Gamescom in eine Tüte vom Fortnite-Stand. Aber wenn ich jetzt hingehe und mich über Minecraft-YouTuber XY aufrege, der in Kindersprache irgendwelche Blöcke aufeinander stapelt und danach sein Huhn Henriette verprügelt, einfach nur weil ich seine Art von Content kacke finde, dann ist das so, als würde ich den Fernseher anmachen und die Protagonisten einer beliebigen Serie für Kleinkinder fragen, warum die so reden, als hätten sie versucht, sich mit Hilfe eines Stocks rektal zu impfen oder den Singabend in der Krabbelgruppe störe, weil das dumme AEIOU-Lied in etwa so viel mit Death Metal zu tun hat wie Nordkorea mit Menschenrechten. Da gehört man dann halt einfach nicht mehr zur Zielgruppe und schaltet weiter bzw. geht weg. Und so ist das halt auch eben bei viel Content im Internet. Aber solange es eine Gruppe gibt, die sich von dem Zeug unterhalten lässt und insofern diese Content-Creator nicht irgendwelche Werte vermitteln, die ich als negativ betrachte, dann ist das in meinen Augen vollkommen legitim, ebenso wie die Entscheidung, diese Reichweite für eine entsprechende finanzielle Gegenleistung auch Firmen etc. zur Verfügung zu stellen, insofern man nicht für irgendwelche dubiosen Programme oder fragwürdigen Produkte wirbt und diese beschönigt. Hallo meine Lieben, heute rede ich mit euch über den Abnehmator 3000. Ihr wollt schnell 40 Kilo verlieren, um auch so cool auszusehen wie diese ganzen Instagram-Skelette mit ihren 400 Filtern und eingezogenen Bäuchen? Gar kein Problem. Mit dem Abnehmator 3000 ist das eine Sache von Minuten, wie ich gleich einmal kurz für euch demonstrieren werde. So erreicht auch ihr ganz Eifer euer Traumgewicht. So, und jetzt wo ich das geklärt habe, kommen wir mal auf die Vorwürfe aus dem eigentlichen Kommentar des Nutzers zu sprechen. Selbst erarbeitet mit irgendwelchen PC-Games keine schwere Arbeit. Auch diesen Kommentar muss man wieder aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Für den Laien, der das Zeug nur konsumiert, kann das natürlich so wirken, als würde da nicht auch harte Arbeit hinterstecken, einfach nur irgendwelche Games zu zocken, weil das Spielen und Aufnehmen von Videospielen ja erstmal eine halbwegs simple Aufgabe ist, insofern man nicht gerade irgendwo in der Nähe von Tschernobyl zur Welt gekommen ist und so aussieht wie die lebende Version eines abstrakten Gemäldes. Aber bei Monte und vielen anderen Creatoren der Gaming-Szene ist es ja auch so, dass sich die Leute nicht einfach nur ansehen wollen, wie die Person Videospiele spielt, sondern man schaut das Zeug viel eher wegen ihm als Person. Wenn er beispielsweise in Mario Kart kurz vor dem Ziel mal wieder mehr Schildkrötenpanzer hinten reinkriegt als ein zoophiler Rektalpirat im Reptilienhaus und er daraufhin seinem Controller einen spontanen Crashtest unterzieht, dann ist das nun mal verdammt lustig anzusehen. Na, und insgeheim wartet ein böser Teil in mir nur darauf, dass er dabei aus Versehen mal in sein Aquarium reinhaut und wir eine Reinszenierung dieses uralten Bodybuilder-Failclips zu Gesicht kriegen. Es geht in erster Linie also nicht nur um das Spiel, sondern um den Unterhaltungsfaktor. Die Spiele sind eher nebensächlich. Und insbesondere live eine unterhaltsame Persönlichkeit zu sein und seine Zuschauer über einen längeren Zeitraum bei Laune zu halten, ist deutlich schwerer, als viele Leute sich das von außerhalb vorstellen können. Ansonsten könntest du mit diesem Argument auch zu einem x-beliebigen Profifußballer hingehen und sagen, was für selbst erarbeitet? Trittst du einen Lederball durch die Gegend, den du nicht mal selber hergestellt hast? Keine schwere Arbeit. Weiter sagt der Kommentator dann auf die Antwort eines Nutzers hin, dass er es einfach selbst machen soll, wenn es doch
doch so einfach ist, dass er kein Schmarotzer wäre, der den ganzen Tag am PC hängt und random Games zockt, sondern tatsächlich hart für sein Geld arbeiten geht und es auf ehrliche Weise verdient. Und auch das ist in meinen Augen leider wieder eine Aussage, die vom Scheißegehalt mit dem berühmten Glas aus Two Girls One Cup konkurriert. Inwiefern ist ein selbstständiger Mensch, der mehr Steuern an den Staat abdrückt, als einige in ihrem Leben verdienen werden, ein Schmarotzer? Übrigens an dieser Stelle mal ein Shoutout an Google. Die Definition eines Schmarotzers ist eine männliche Person, die gerne schmarotzt. Wow, wird damit sich selbst erklären, 10 von 10. Aber egal. Viele Menschen scheinen mit harter Arbeit immer direkt körperlich anstrengende Arbeit zu assoziieren, was in meinen Augen aber einfach nicht der Fall ist. Wenn du beispielsweise in irgendeiner telefonischen Notfallseelsorge arbeitest und den ganzen Tag depressive Leute davon abhalten darfst, mit einem Seil um den Hals Bungee-Jumpen zu gehen, dann ist das auch eine verdammt harte und ehrenwerte Arbeit, auch wenn diese Leute grob betrachtet einfach nur vom Telefon hocken. Aber für den guten Mann scheint die Arbeit eines Herzchirurgens dann ja auch keine harte Arbeit zu sein, denn der Typ steht ja bekanntlich auch nur vor ein paar offenen Menschen rum und schnibbelt da ein bisschen was zusammen, was rein vom körperlichen Aufwand kein Vergleich zu Leuten ist, die auf dem Bau durch das Schleppen von Ziegelsteinen daran arbeiten, die Form ihrer Wirbelsäule an die eines Notenschlüssels anzugleichen. Oh, was ist denn das für eine komische Arterie da? Hm, noch nie gesehen. Naja, was der Doktor nicht kennt, wird durchtrennt. Die Arbeit eines Influencers per se als unehrliche Arbeit abzustempeln, ist schlicht falsch. Wenn Influencer ihren Zuschauern vorgaukeln, dass irgendein Müllprodukt der überkrasse Shit ist, weil sie dafür bezahlt werden, oder sie ihnen irgendwelche überteuerten Coachings andrehen wollen, die so inhaltslos sind wie Tracks von Mero, dann kann ich das eventuell auch noch irgendwo durchgehen lassen wie eine semipermeable Membran. Oh, ein Witz für die gebildete Oberschicht. Ich bin entzückt. Aber ein Mensch, der Videos ins Internet stellt, die sich die Menschen kostenlos anschauen können und dann halt mal alle paar Minuten eine Werbung über sich ergehen lassen müssen, ist jetzt wirklich alles andere als abziehen, zumal mittlerweile gefühlt mehr Nutzer Adblocker haben als seine Mom Geschlechtskrankheiten. Aber ich finde es allgemein übrigens richtig interessant, wie viele Menschen arbeiten wie die eines Tonmanns, eines Kameramanns, eines Cutters, eines Regisseurs, Drehbuchautors, Moderators etc. alles als normale Jobs anerkennen, aber die Arbeit eines Content Creators, der oftmals einen Großteil dieser Arbeiten alle selbstständig vereint, dann plötzlich nicht mehr. Und wie gesagt, dass der Verdienst in keiner Relation zu der Leistung eines Menschen in der Pflege steht oder ähnliches, darüber brauchen wir nicht reden. Andererseits muss man halt aber auch berücksichtigen, dass YouTuber, Streamer, Influencer etc. mit mittlerweile für viele tausende Menschen nun mal die Abendunterhaltung nach getaner Arbeit sind, die sich anstatt wie früher vor die Glotze zu klemmen, um irgendwelche Shows reinzuorgeln, sich jetzt vor dem PC oder das Handy hängen und Streamern oder YouTubern zuschauen. Und über das Gehalt von Moderatoren etc. hat sich auch noch nie einer beschwert, oder? Ja doch, ich! Aber auf mich hört ja keiner! Rüdiger. Komm, Opa, halt mal die Schnauze her. Und die ganzen anderen potenziellen Nebeneffekte wie ein Verlust der Privatsphäre, Stalker etc. lasse ich jetzt auch einfach mal außen vor. So viel zu meiner subjektiven Sichtweise zu diesem Thema und warum ich der Meinung bin, dass YouTube etc. durchaus auch als Arbeit anzusehen ist. Und zu guter Letzt bin ich jetzt auch mal auf eure Meinung zu dieser Thematik gespannt. Wie seht ihr das? Ist die Arbeit eines Content-Creators als richtige Arbeit anzusehen oder stimmt ihr den Aussagen des Instagram-Kommentators zu? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne sachlich in die Kommentare. Hä? Und wenn ich das nicht mache? Rüdiger. Darüber hinaus habe ich keine Ahnung, wie derartige Videos bei euch ankommen. Schreibt mir also gerne auch dazu gerne Feedback in die Kommentare. Ansonsten fresse ich eure Erstgeborenen. Haut rein.